für mehr solcher Videos und kommentiert für den Algorithmus. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben hier Zehra und Sula. Guck mal, wie gemalt. Geht doch. Wir sind hier seit 20 Minuten am Diskutieren, wie wir das machen und ob wir das machen. Wie alt bist du? Ich bin 20. 20 und? Ich bin 21. 21. Wer ist auf Insta? Wie möchtet ihr angesprochen werden? Am besten gar nicht. Und wenn, dann so nett einfach. Ganz höflich. Hey, wie geht's? Take Nummer 500. Also, ich habe hier die. Zehra. Und? Sula. Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? Sula. Wie alt bist du? 20. Wie alt bist du? Ich bin 21. 1,70 Meter groß. Okay. Aus welcher Stadt kommt ihr? Ey, Castrop-Rauxel, wie klingt das? Castrop-Rauxel, Digga. Wir kommen aus Herne. Okay, Herne. Welche Schuhgröße? 36. Ihre Füße in meinem Mund, bei Gott. Frag nicht, Wanderer. Nein, okay. Wie willst du angesprochen werden? Also, ich möchte höflich angesprochen werden. Okay, so, ey, ich finde dich echt hübsch. Hast du Instagram? Ja. Also so, ne? Okay. So, ja. Ich denke eigentlich genauso wie meine Freundin. Okay, aber dabei ist ja wichtig, wie ich komme, ne? Wenn ich jetzt sage so, hey, hast du Instagram? Er soll schon selbstbewusst sein. Ja, aber das ist wichtig, ne? Die Situation an, ja genau. Also es ist wichtig, selbstbewusst, Leute. Wie wird man denn sympathisch? Ja, wenn man so lächelt. So. Wir haben die nächste Kandidatin, du bist sie? Jacqueline. Jacqueline, wie willst du angeschrieben oder angesprochen werden? Angeschrieben eher nicht so. Okay, aber sagen wir mal, ich laufe hier durch die Kirmes. Hey, ich finde dich sehr sympathisch, kriege ich vielleicht ein Instagram? Ja. Je nachdem dann, ne, wie ich aussehe, genau. Wie ich auftrete. Wenn du rüberkommst, sag ich jetzt mal. Ja. Walla, ey, das Ding ist, ihr müsst wissen, wenn ihr eine anschreibt, ne, sie wird jeden Tag angeschrieben. Und das Ding ist... Es wirkt so ein bisschen verzweifelt. Ist auch, ja. Ist, ja. Ist Real Talk, ist so. Ja. Ich bin verzweifelt, ja. Bei diesen Automaten sage ich auch immer Kanaken, wa? Warum beschränken wir uns eigentlich immer nur auf Kanaken, Digga? Ohne eigentlich. Die sind gut drauf, glaube ich. Ich glaube, die kann man fragen. Wie möchtet ihr angeschrieben bzw. angesprochen werden? Wir wollen gar nicht angesprochen werden, wollen einfach weitergehen und ein Glühwein trinken. Perfekt. Es kommt drauf an, worum es geht. Ja, schon gar nicht mit hey süß oder so, das läppt. Oder hey Snuggi. Ganz normal, ganz höflich, hey, wie geht's? Ja, so in der Art oder hey. Also mehr mit mehr Respekt, so oldschool-mäßig. Okay. Hey, der Toni, wie geht's dir? Und darauf antwortet ihr? Nein. Warum sollen die dann so schreiben? Im Endeffekt kommt es darauf an, wie der Typ aussieht. Wenn er scheiße aussieht, dann antwortet eh das Mädel nicht. Wenn er hübsch aussieht, dann kann er mit antworten mit hey Süße, hey Geile, hey Baby. Da antwortet sie. Start the end. Wie schreibst du, Weibahn? Walla, wie geht's dir, du kleine süße Maus? So? Ja. Kriegst du Antworten? Ja, na klar. Was wir machen irgendwas falsch, Bruder. Mir wird nicht geantwortet, obwohl ich ganz höflich schreibe, ganz sympathisch. Ey, wie oder geht's? Sollen wir Kontakt aufbauen oder so, weißt du? Alle meine Brassos Rheinhausen! Rheinhausen! Abdul hinter der Kamera wieder echt Ehrenmann. Bei dieser Kälte, weil ich laufe so rum, er muss mit Hand die ganze Zeit so. Guck mal jetzt ganz unter uns, ne? Kennt ihr das? Also wirklich, das soll gar kein Front sein. Ich bin selber hässlich. Aber ihr seht ein Mädchen mit einem Jungen, so, die sind zusammen, man sieht das. Und du denkst dir, wie hat der sie geklärt? Also er muss Leben gerettet haben oder so. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Kennt ihr das? So, wir haben die nächste Kandidatin. Ja, wie heißt du? Hivan. Hivan. Wir haben die Hivan an unserer Seite, Freunde. Wie möchtest du angesprochen oder angeschrieben werden von Jungs? Ich weiß nicht. Normal hi. Komische Anmachsprüche sind voll komisch. Also ganz normal, man schreibt dir hi und du antwortest? Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Worauf? Ob ich die Person hübsch finde. Optisch muss erstmal stimmen und dann schreibt man und dann ergibt sich halt. Irgendwas, ja. Irgendwas, je nachdem, ob das mit dem Charakter stimmt oder nicht. Aber angeschrieben wirst du bestimmt. Ja. Was schreiben die so? Hi, wie geht's? Kann man Kontakt aufbauen? Direkt kann man Kontakt aufbauen? Hä? Du kennst sie doch gar nicht. Was sagst du dazu? Nein. Nein, ne? Willst du dein Insta sagen? Oder TikTok oder so? Ja, Insta, Hivan_. Drei! Warte. Egal, ich will jetzt keinen überlaufen. Ich wollte einmal nur diese Weihnachten, diese Vibes, Spaß haben und so. Boah, hast du den drauf? Hast du den drauf? Der war wild, da? Nochmal Replay, Instant Replay. Abdul hinter der Kamera wieder echt Ehrenmann. Riecht's irgendwie nach meiner Ex, Digga. Wie heißt du erstmal? Ich bin der Freddy. Wie schreibst du Frauen oder Mädchen auf Instagram an? Ich schreibe Frauen oder Mädchen eigentlich nie auf Instagram an. Wenn überhaupt im echten Leben, spricht man ja? Als Mensch. Ja, safe. Okay, und wie machst du das? Guck mal, kann man hier durch die netten Damen sprechen. Ja, wie würdest du machen? Freddy geht jetzt drauf zu. Hallo? Darf ich euch ein Kompliment aussprechen? Ich finde euch alle drei irgendwie echt cool. Dann danke für dich auch. Dankeschön. Guten Appetit. Dankeschön.
Guten Abend. Guck mal, positive Vibes, ja? Ja, krass. Schönen Abend euch noch, ja? Schönen Abend noch, ne? Ciao, ciao. Bro, du bist krass. Du bist aber ein sehr offener Mensch, nehme ich an, ne? Ja, ja. Darf ich fragen, was für ein Landsmann bist du? Was würdest du sagen? Check mal ab den Jigo. Türkisch hörst du auf? Ja, ja, ich echt auf. Kann ich nicht mehr hören. Ich bin Türke. So, du bist? Halb? Guinea, Polen. Halb, halb, ja, ja. Ja, ja. Halb Deutsch, halb? Nein, Italien, Polen. Okay. Und Togo. Beziehungsweise Nigeria. Okay, aber sonst sagen wir mal, du findest eine sympathisch, ne? Also wirklich so, denkst, okay, echt hübsch. Was hast du gemacht? Also wie hast du es gemacht? Was hast du gesagt? Das, was ich in dem Moment gedacht habe. Jungs, denkt nicht nach. Einfach hingehen, einfach offen und ehrlich sprechen. Entweder kassiert ihr den Korb. Dann ist das so, steht man auf, macht man weiter. So, oder leben. Krone richten, weiterlaufen. Start the end! Ja, Mädchen sind auch so ein Thema heutzutage, ne? Also wirklich echt. Wirklich, ne? Mädels. Stay humble, you're human, we are all human. Ernst, know? Alles. Stay Menschen. Humble, auf dem Boden bleiben so. Allah, chill. Guck mal, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist. Du bist auch nur ein Mensch. Einfach. Eines Tages bist du auch alt, oder ist deine Schönheit sowieso hinüber. Ja. Von daher achte auf deine inneren Werte. Deine ganzen Filter und Face-Apps auch nicht. Genau. Deswegen Fokus nicht auf Frauen richten, sondern auf deine Ziele. Vielleicht begegnet dir irgendwo auf deinem Weg. Ja, auf dein Ziel zugerichtet, ein Mensch, der zu dir passt. Ja. Der vielleicht sogar das gleiche Ziel hat wie du. Du bist ein King, Bro. Ich danke dir, war echt sehr, sehr wild, wa? Yo, 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 das war's mit Video. Mit Mehmet Dornay. Was sollen die machen, die Leute? Tanzen. Video liken. Abonnieren. Und? Tanzen. Kommentieren. Ja, genau, wichtig. Und? So, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal für mehr Videos. Kommentiert für den Algorithmus. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön für den ganzen Support, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace.